Ne, weil ich muss sagen, Silber hat sich, glaube ich, auch irgendwann mal beschwert, dass wir die Sachen nicht so sehen, wo wir hinfahren müssen, ne? Und dass jetzt Ja. klassischerweise da sowas mal Silber, kommt. ich kann dir sagen, wenn man es selber gebaut hat, dann ist es leicht zu sehen, wo man langfahren muss. Wow. Ja, denke ich Das ist dann alles immer so ein bisschen offensichtlicher. Wunderschön. Knackers. Geil, dass ihr wieder dabei seid. Heute grandiose Action. 13-prozentiger, knackiger, leckerer Warride. Heute wieder das Warride-Team dabei. Deko, Ares und Silber. Ein wunderschön. Akuda. Einen wunderschönen guten Tag. Was geht ab? Richtig Bock auf Warride, Muchachos. Einen wunderschönen guten. Und die Nüsse seien poliert. Ich wünsche einen guten Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Tag, guten Brust, guten Dienst, guten Feierabend, guten Feiertag, gute Besserung, guten Rauch, guten Dusch und guten. Auf geht's. Ich wollte einen Witz erzählen. Mach okay, hol den Witz raus. Okay. Ja, hau raus, Digga! Ja. Warte, es besteht aus drei Witzen. Aber ich muss kurz den ich hab gerade einen Witz physisch gemacht. Okay, ja, hau raus. Ich muss den Integralwitz kurz klarkriegen. Oh. Habt ihr schon mal gesehen, wie sich ein Elefant im Baum versteckt? Nee. Ja, weil die so gut sind. Oh. Ich glaube, den kenne ich schon. Okay, wow. Den kennst du? Okay, warte. Warum malen Elefanten ihre Eier rot an? Hau raus. Um sich im Kirschbaum zu verstecken. Oh Mann, ey. Und was ist das lauteste Geräusch im Dschungel? Affen, die Kirschen essen. Was für Dinger? Oh. Affen, die Kirschen essen. Ey. Oh Mann. Ey, tu mal nicht so, als wäre der richtig beschissen, ihr miesen Lachsnacken, Alter. Also. Ich muss sagen, ich hab den auf Englisch gehört und hab ihn auf Deutsch irgendwie übersetzt, aber ich fand den gar nicht so schlecht eigentlich. Muffin, warum bist du nicht runtergefallen? Digga, weil ich vielleicht gut abgesprungen okay, bin. Okay, der Witz wird einfach wegignoriert. Ja, okay, ja, also. Spricht für sich. Da ist okay. Also ist okay. Nein, ich muss dazu sagen, Dankeschön, Deko, an dieser Stelle. Schön, dass du dich mit einbringst, auch bei den Witzen, weil du ja eigentlich auch immer so ein Gegner bist von Witzen. Deswegen ist ja, das gut, wahrscheinlich bei den für dich Witzen, auch. Die vorgelesen werden, deswegen auch, ist das ja. Für dich wahrscheinlich auch eine Überwindung gewesen, dich da einzubringen. Deswegen muss ich wirklich sagen, danke, Deko. Vielen Dank für diese Witze. Du hast dein Bestes gegeben. Du hast Augenkontakt gehalten und du hast frei gesprochen. Also, das war schon. Digga, dass war, du mit deinen Witzen hier überhaupt irgendwie den Mund aufmachst, ja? Das ist hey, ja die Frechheit überhaupt. Hauptsache, ich geb dir Props, Digga. Und er macht mich hier wieder fertig, du mieser Toro, Digga, er gibt Alter. Mir Props. Also, du hast den Witz schon gut vorgelesen. Du hast Augenkontakt. Hab ich überhaupt gar nicht übrigens. Augenkontakt gehalten. Danke für deine Props, Marvin. Also, ich fühle mich geschmeichelt. Ich hab's doch dann sogar besser gemacht, als eigentlich war. Ist doch noch besser eigentlich, Deko. Also, dieser Lachsnacken, hab doch mal ein bisschen Dank hier. Übrigens, aber wenn ihr wirklich einen guten Witz braucht, dann schaut bei Ares ein Leben vorbei. Ja, schaut bei Ares vorbei, Alter. Macht die Facecam auf bei den Jungs mal vor. Vor zwei Tagen gab es eine wunderbare Episode GTA. Marvin Still war da on point. Er hat ein paar Jokes gemacht. Da habe ich mich eine Folge mal so mit dem Skill gezeigt wie Ares. War echt ein Witz, ey. Ja, lass mich okay, raten. Okay, let's go. Ist so. Oh. Also, wir haben kurz vor der Folge, kurz vor der Aufnahme haben wir nochmal gequatscht. Was ist eigentlich ein Glücksschiss? Also, wir haben ja häufig schon über den Glücksschiss geredet, über den perfekten Schiss oder den Kuss des Poseidons. Das ich sind bin ja alles Muchachos, es war diesmal Dinge. Nicht ich, ja. Ich will nur ganz kurz festhalten. Erstmal guten ich Appetit, Muchachos. Guten Appetit. Der die Themen hier aufbringt, ja? Also. Guten Appetit, okay. Ja? Erst an dieser guten Stelle. Appetit. Guten Appetit, ich hoffe, euer Pizza. Essen ist bereits durch. Oder habt ihr Pizza mit Sagelbla? Ich habe keinen Klappstuhl bestellt mit Sagelbla. Ja, also, doch, ich verstehe den. Ja gut. Verstehen wir. Muchachos, werdet ihr es auch verstanden? Einmal Sagelbla in die Kommentare. Man kennt ihn. Also, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen der perfekte Schieß und Ciao. Perfekte eine Glücksschieß. Und einem Glücksschiss. Jetzt müssen wir das gerade nochmal festhalten, denn der Glücksschiss, ja, nein! Da braucht man Glück. Bavi, links, rechts. Denn? Oh, du kleiner Ganove. Denn, Deko, ja? Denn? Ja, was ist der Glücksschiss? Wieso braucht man Glück dafür? Der Glücksschiss, man haut einfach einen richtig krassen Joker in die Toilette
und dann zieht man einfach die Hose hoch, weil man auf das Glück hofft, dass alles clean ist. Das es ist, wird schon gut gehen quasi. Es wird schon gut gehen. Und entweder habt ihr Glück, ja, und alles ist sauber, oder es sieht aus wie... Nach dem Ares eine Praline gegessen hat, so wie Ares Mundraum dann. So sieht dann eure Boxershort Alter. Aus. Hey, das war jetzt nicht mal was Negatives. Ich hatte auch sagen, wie wenn ich Pralinen gegessen habe, mit der Turbo, Alter. Jetzt habe ich mich aufgeregt, bin ich einfach zur Seite rausgefahren. So richtig schön. Ja, weil du Lappen bist. Das war der Glückschiss. Schokoladenrand. Der perfekte Schiss, ja. Ist einfach nur, dann gibt's so ein Kontrollblatt. Ist alles perfekt gewesen, ja. Sozusagen, Note 1 plus. Eigentlich der Glücksschiss, nur ohne dicke Eier. Der Glücksschiss mit Kontrolle, ja. Digga, zum also zweiten Mal. Bei mir Mal. Ist das mit Kontrolle Glücksschiss. Und dann gibt es ja, noch... Ja, weil du halt eine Muschi bist. Ja. Und dann gibt es noch den Puss des Poseidons, ja. Den das Puss des Poseidons. Den Kuss des Poseidons. Und ich muss sagen, den bekomme ich bestimmt so 3, 4, 5 Mal im Jahr. Den bekomme ich relativ häufig hin, ne? Ja, doch, ja, so 3, 4 Mal im Jahr könnte ich auch. Aber auch wirklich Bullseye, ne? Wirklich komplett Bullseye. Richtig Schmatzo-Fatzo drauf, ey. Das ist, wenn wirklich. Genau wenn ihr, aufs Auge. Das geht bei einem Flachspieler übrigens nicht. Das heißt, wenn ihr in die Toilette macht und wirklich dieser Plumps, ja, wenn ihr es geschafft habt, euer Schiff ins Meer zu versenken und dann dieser Spritzer nach oben. Euphemismen hier, ey. Bobby. Ja, also kann ich dir irgendwie helfen? Digga, er kennt sogar das Wort Euphemismus. Was ist los mit dem? Sorry. Und diese Welle, ja, wirklich genau das Zentrum von euch küsst. Genau das Zentrum. Ich sag ja, einmal der Spritzer mitten aufs Auge. Der ist auch gut. Der gefällt mir auch sehr gut, ey. Oh, Mann. Hey, warum ist das kein Warrant, Mann? Warum machen wir jetzt hier so Parkour-Scheiße, ey? Das habe ich auch die schon Themen gefragt, Mann. Was hast du mir verkauft, ey? Hauptsache, ich sag zu Silber so ein bisschen Warrant-Action. Deswegen ist Ares auch ganz vorne hier. Wenn so Billo-Scheiße so richtig einfach, dann ist der Junge vorne. Ja, Billo-Scheiße. Damit disst du dich eigentlich selber, weil, wenn es ja so billig ist, warum bist du nicht vorne? Weil ja, ich sowas nicht ernst vorne nehmen kann. Ja, ich nehme das auch nicht ernst. Ich fahre einfach wow. Nur, hör dir jetzt zu, so ein bisschen so ein bisschen so wie, du bist blöd, nein, du bist blöd, Digga. Denk dir was Besseres aus mit dieser Kurve, Alter. Hä, wieso? Weil, das wie fährst du denn, ey? Komm zu drängeln. Warte hier. Vollidiot. So. Nein, nicht in die Ecke. Okay, sorry. Ja, ey. Mann, ey. Unglaublich. Ja, komm da mal wieder raus, ey. Komm hierher, Mann, Digga, du Lappen. Einfach instant Karma in dein Gesicht, ach, ey. Ich warte da auf ihn, ey. Jetzt müsste ich noch so einen Kuss des Poseidon in dein Auge drücken, ey. Digga, komm hierher, ey. Silber, wo bist du eigentlich? Du bist doch unser Warride-Gott. Das hat ja nichts mit Warride hier zu tun. Ey, am Anfang war schon ein kurzer. Ein kurzer Warrider, ja. Ja, der aber auch noch falsch gebaut war. Ja, der hasst, ey. Das ist halt echt so. Aber 13%, das muss doch irgendwo herkommen. Also bisher war das ja nicht schwer, oder? Bis jetzt war hier recht einfach, ja. Oh. Was passiert hier? Halt... Nein! Nein! Digga, fahr doch! Nein! Nein! Ich sag mal! So viel Glück haben wir nicht nochmal! Ah, Marvin! Hey, Marvin! Was passiert hier? Nein! Du mieser Schwanzkrapfer, Alter! Ja, ich muss diesen ganzen scheiß Container von vorne fahren! Nein, ich muss nein da lang. Lass mich. Ich hoffe, nein, du verkackst okay, warte. Ich bin hinter Silber warte einfach. Ja, ich muss da rechts rüber. Okay. Warte. Ey, pimmelt euch weg da! Warte. Ja, es geht doch nicht! Wie denn? Diesen Lachsnacken, Alter! Jetzt wird da schon wieder rumgemuschelt, als hätten so kleine Winzeier. Ja, dann hilf mir, den Jungen da runter zu ballern. Warum? Digga, du hast mich gerade weggeholgert. Du kriegst den Punkt Scheiße vorne machen definitiv nicht. Natürlich krieg ich den Punkt. Für mich? Nein. Für mich ist eine Leichtigkeit, jetzt zu respawnen und dich dann wegzuäumen. Ja, traust dich doch eh nicht. Olmann. Doch, komm. Ja, Ares hat auch kleine Eier. Jetzt lass Digga, mich da Wachtel-Eier sind richtiges Gourmet-Frühstück für 6 Personen gegen seine Eier. Mann! Ich muss ja die Chance. Oh, er ist drüben. Kannst du ihn runterkicken? Deko? Hier, ja, ich bin immer noch mit diesen Scheißcontainern hier. Da. Mal. Du kriegst den Punkt jetzt auch nicht. Ist mir scheißegal. Runter mit dir, du Lappen. Ja, ja. Los. Wo seid ihr, Grabscher? Wo sind die denn? Ja, bin drüben. Oh. Nein! Nein! Ich dachte, er wäre
da drin in der Tube, Digga, das hab ich falsch gesehen. Wow. Oh, und ja, Silber schleicht sich vorbei, ey. Oh. Der Kopf guckt einfach runtergefahren, ey. Lass mich bitte einmal da durch. Nein, lass ihn nicht durch, AW, bin wir da. Hä, wie hast du denn verkackt? Ich bin vor Punkt einfach runtergefahren. Digga, nicht mal gestoßen wurde Silber. Nein, ich hab mich extra rausgehalten. Hast du Ares wirklich durchgelassen? Digga, ich hab den Beef richtig angezettelt, ey, Alter. Und er hat Ares durchgelassen, ey. Einfach auf Piano gemacht. Und jetzt kann ich Marvin nämlich wegficken, so wie er mich gerade gefickt hat, ey. Du bist ja ein richtiger Lappen, Alter. Digga, du machst den Kram schön dreimal hier, ey. Komm her, Digga, komm hier her, Mann, ich rasier dich weg, ey. Digga. Ey, aber dass du da Ares einfach durchgelassen hast, soll ich euch ein Zimmer buchen? Oh. Nee, der Mann ist einfach schlauer als du. Für ein paar Zeltchen, Zeltspielchen? Digga, miese Chobos, ey. Ach, ist das easy heute. Digga! Was, 73%? Nein, ich will den Kack nicht nochmal machen. Ja, deswegen, fahr doch das Gelbe daneben! Oh. 13%, warum? Dachte, Digga, er hat Augen im Kopf, oder was? Wird sich runterlachsen. Wollte ich auch eigentlich. Aha. Aber nein, ich hab verkackt! Okay, Silber. Louis. Wenn du versuchst, mich runterzurammen, dann zieh ich von Franklin. Das sag ich dir so, wie es ist. Was machst du? Zieh Franklin. Ey. Ja, Franklin. Okay, dann hol ich mir Marvin. Ja, guck dir mal an, was für ein goldener Mensch ich schon wieder bin, Alter. Aber ich frag mich gerade, wie hat es Silber geschafft, hier noch zu verkacken? Wie? Hier bin ich runtergefahren. Wie kannst du da runterfahren? Wie? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Digga! Das ist ja... Nein! Das ist ja richtig crazy, ey. Aua! Mom, Bathroom. Ich bin nicht ganz auf Höhe, weil ich die Level Rushen schon wieder hinter mir. Aber ey, ich dachte wirklich, wir machen hier einen schönen Wallride. Dann ist das hier so ein Müll. Ich hab mich auch voll gefreut, ey. Aber wir müssen ja eh noch was machen, also passt das. Jetzt kommt ja noch ein Wallride, der ist ja richtig gut, ey. Ja, ne. Schon wieder nur ein Schmutziger und dann war's das. Oh, so wirklich ein Schmutziger. Ja. Scheiße. Ich werde jetzt richtig Speed Folgeheinrichs, der gute Folgeheinrichs. Deswegen sag ich ja Scheiße. Oh nein, da hinten ist Silber. Ich muss noch seinen Hintern kriegen. Es war wirklich wieder nur ein Schmutziger, Alter! Richtig Turbo, ey. Ey. Lol, wohin? Also ganz ehrlich, warte, das war eine X21 Warride Map, ne? Wohin? Wieso hat Silber verkackt? Keine Ahnung. Hä, unten auf die Street, Brudi. Jetzt hast du mit Windschatten, bist du wahrscheinlich viel zu schnell, ey. Und dann würde ich sagen... Wo ist er denn? Zumindest Zweiter. Aber ey, wir müssen auf jeden Fall nochmal einen leckeren Warride dranhängen. Brudi! Digga, wir machen einfach Casino, ey. Fertig. Schafft ihr noch, ne? Dass ich das nicht gerafft habe. Also ich auf jeden Fall. Ey, und ich sehe uns eigentlich schon mit Y-Augen, muss ich dazu sagen. Wir werden immer abgehatet, dass wir nichts sehen. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Ja, ich hätte jetzt gerne Kommentare bei Silber. Wie blind der ist, dass ehrlich gesagt wohin muss. Aber netter Sprung auf jeden Fall. Gut, dann machen wir jetzt wirklich einen Warride. Ja, jetzt ist es wirklich ein Warride. Aber wäre er richtig gelandet, hätte noch ins Ziel kommen können. Ich glaube, er wollte sich explodieren lassen eigentlich. Weil ich habe damit gerechnet, dass ich mehr rein. Aber du wärst doch easy reingekommen. Weiter geht's und ich entschuldige mich nochmal, dass das gerade kein Wallride war, sondern einfach nur ein X21 Parcours. Wir wollen ja heute auch ein bisschen Skill sehen, ja? Deswegen also jetzt. Also ich muss sagen, ich verzeih dir nicht. 15% Wallride. Das wird doch geil, oh, oder? Oh yeah, Babies. Lecker, lecker, lecker. Aber ich sehe jetzt schon hier den Troll, Alter. Ich sehe jetzt schon den Troll. Oh, doch. Oh, so ein Anti-Troll war das, Digga. Digga, Antitroll, du siehst einfach Sterne. Yo, Alter, was ist da denn passiert? Ja, wow, wohin? Unten. Digga, der Lachs ist da wieder durchgekommen, oder was? Ja, aber ich wusste nicht, wohin danach. Ihr müsst komplett nach unten. Hä, doch, wirklich? Hey. Okay, ich fahr nach oben schon mal. Silber. Warum? Ach man, Silber. Ja, ich wollte nicht den Chat vorbeischleichen. Ja, Mann, Silber. Hat aber nicht geklappt. Spielstopp, hallo. Ey, Silber. Ich will nicht mehr Fang spielen. Ey, Tschüschlan, Silber. Aber mit Freihauen wieder. Ey, wohin? Unten in den Tunnel, du Quatschkopf, Alter. Oh, lol.
Alter, wie schön. Nein, ich dachte, das wäre ein Troll von Deko. Digga, ich bin extra an der Spirale vorbeigefahren. Und oben weiter, ey. Und ich hab den Punkt. Du mieser Chobo, ey. By the way, nach dem Tunnel erstmal runterfahren. Ich hab heute so Y-Augen, ey. Meine Fresse, wie unsauber der Scheiß gebaut ist. Jetzt mal. Achso, hier. Ey, ich find's aber geil. Ja. Ne, weil ich muss sagen, Silber hat sich, glaube ich, auch irgendwann mal beschwert, dass wir die Sachen nicht so sehen, wo wir hinfahren müssen, ne? Und dass jetzt klassischerweise da sowas mal kommt. Silber, ich kann dir sagen, wenn man es selber gebaut hat, dann ist es leicht zu sehen, wo man langfahren muss. Wow. Ja, das ist dann alles immer so ein bisschen offensichtlicher. Okay, dann machen wir hier mal weiter, ne? Mit dem Programm. Mit dem Programm? Ja, Digga, Hauptsache ich starte da ganz hinten. Wo seid diese ihr, Aris? Diese Ficklaterne! Achso, ja, die Laterne sortiert mich mal aus. Okay. Oben was reinfahren in den Wandwendler. Ja. Lol, das ist die Wahrheit. Ich war unten. Achso, oben! Oh, ich will. Die Wahrheit. Digga. Du warst doch gerade schon bei dem Wendler. Er verkackt den Wendler, respawnt und fährt die Spirale nach unten. Hä? Was? jetzt bitte noch mehr. Babi, du hast mich zerbrochen mit der Befohlen. Also warte, jetzt, wir fahren oben rein. Ja, oben war richtig, ja? Oben war richtig, ja. Ja. Okay. Hä, warum klappt das bei euch? Hä, wie, bei dir nicht, oder wie? Ja, ich bin das erste Mal oben reingefahren, einfach gegen die Wand gefahren, Alter. Okay. Nee, das geht ich fahr unten rein in den Aussortierer. Doch, der nächste Punkt, also die Map ist auch richtig easy eigentlich. Die Map ist super scheiße gebaut, Alter. Ja, da hängen Stangen rein, Alter. Hi Leute, hier bin ich wieder. Wer ist das? Das Aris? Hi Aris, ciao. Die Map ist doch einfach. Nein. Ey, hast du auch verkackt? Ja, das ist aber ja. Oh, zum Glück, ey. Ich dachte schon, hätte umsonst. Warum bist du jetzt so, Alter? Was ist denn los heute? Hey, Marvin! Heute? Hey, warum Marvin? Ey, weil ich dir ausweichen musste! Nein! Nicht! Doch, hat einfach nur den Außentierer! Alles, geh weg! Alles, weg, ja. Ich fahr oben! Hey, warum seid ihr immer noch alle hier? Wo kommst du denn her? Hallo, oben reinfahren! Reinfahren! Ey, was machst du denn nicht? Du hast uns beigebracht, oben reinzufahren! Ja, weil ich beim oben reinfahren verkackt hab! Achso, wir können auch unten reinfahren, oder wie? Ich fahr immer unten rein. Also seit ich das erste Mal oben verkackt. Dann fahr ich einen Punkt weiter, deswegen kommst du von da. Dann fahr ich unten rein. Und jetzt? Achso, jetzt muss ich da lang, okay. Also, was passt euch besser, unten oder oben? Ach, fick mich, Alter, unten! Aris, wo willst du langfahren? Ich verkack die ganze Zeit den zweiten Voidwechsel, ey. Okay, dann fahr ich auch unten lang. Lol. Ich hab verkackt. Ich hab des Todes so gefressen. Ja, Digga, die ist so unschmuff gebaut, Alter. Die ist richtig unschmuff gebaut, ey. Silber, wie fühlt sich das an, so eine Map zu fahren? Geil, oder? Fühlt sich halt wie meine ersten. Wie? Oh, hi. Oh. Du meinst voll in die dritten? Oder so. Oh. Digga, endlich hab ich diesen scheiß Punkt, ey. Digga, die Map ist meine, so Käse, im Team Alter. Diese Map ist so Käse. Warte, welcher Platz bist du, Aris? Vierter! Ja, kein Wunder, ne? Guck mal unten links übrigens. Easy, 15% easy. Ja! Was? Die hat Marvin wahrscheinlich selber gebaut. Die hab ich selber gebaut, irgendwie. Ja, die hab ich selber gebaut. Nur für dich, Aris. Marvin, müssen wir nochmal Wortwechsel machen? Ey, der 6, Alter. Also die einzige Schwierigkeit, muss ich sagen, die da war, dass man bei den Lilan so einen komischen Micha machen musste. Das war schwierig. Der Rest ist vollkommen Wayne. Mann! Digga! Aber ich hab dich immerhin nicht gehen lassen, ey. Warte, wo muss man denn scheiß Micha machen? Achso, ihr seid... Oh, Alter! Da, wo Aris jetzt gerade ist, ich fahr den ganzen Scheiß wieder zurück. Also direkt wieder rüberspringen und dann fahrt ihr so einen lilanen Lachs lang. Fertig, aus. Habt ihr beides, oder wie? Ja, okay, ja. Warte, ja. Vielleicht... Alter, ja! Ja, die Übergänge. Wow, Alter! Digga, die Übergänge, ey. Über meine Maps werden sie aufgeregt, ey. Boah! Ja. Hallo, ich geb mir eine Silvermap, ey. Ja, Marvin, ja. Okay, schaffst du es, Aris? Ey, Aris, du schaffst nicht mehr den Wortwechsel oder was? Ah, doch. Halt doch mal die Fresse, natürlich! Siehst du doch, was ich einmal, ja, wir warten hier auf Aris, Alter, wo ist der Schako, Alter? Warte mal, da... Oh, fuck! Vergiss mich ja nicht! Schafft das? Genau das hab ich auch gemacht. Oh, Egal, einfach Marvins Tipp nochmal recyceln, ey.
Perfekt, ey, oder? Ja, fahr den Ziel. Ich glaube, das schafft Ares eh nicht mehr. Also alles gut. Ja, das schafft er, oder? Warum bist du jetzt so? Ey, du bist so schade. Ein schlechter Verlierer, Alter. Oh, hey, mein wer, Gott. Hä? Wer hat denn gerade verloren, Digga? Du bist doch Vierter. Den zu Fußballkur. Hart verkackt, ja? Hey, was du da nicht letzter geworden bist, war ja wohl absolut Lack. Ey, zu Fußballkur, da verkacke ich gerne mal. Ist kein Problem. Hallo! Boah, ist das schön. Aber ich würde sagen, am Ende des Tages drehen wir es nochmal im Glücksrad. Alter. Ich brauche neue Klamotten. Ich brauche ein neues Oberteil. Ja, er muss mich schon in GTA eigentlich. Also. Einmal GZ für alles, dass er zumindest noch ins Ziel gekommen ist. Das hätte wohl niemand gedacht heute. Ich nicht. Sagt der. Ja, komm. Halt einen Zappel da hinten auf den letzten Platz, ey. Okay, let's go. Ja, vielleicht sehen wir ja nächstes Mal Ares an dem neuen Design, ja, Outfittery-mäßig eingekleidet, man kennt ihn. Daumen nach oben ballern, schaut bei Silber vorbei, schaut bei Ares vorbei, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ordentlich die Kommentare vollballern, ne, nicht vergessen. Bisschen und Instant Gaming abchecken, auch nicht vergessen. Bis dann, Ding Dong. Ciao, ciao. Bye, bye.